Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein bisschen anders als sonst. Also jeder, der schon mal auf einem Konzert bei mir war, es war eigentlich immer so ein relativ normales und authentisches Konzert, ein Song und dann der nächste Song. Und wir haben jetzt echt ziemlich viel so durchgetaktet und geplant. Was nehmt ihr? Hallo, hallo. Brauchen auch echt Zeit zum Umziehen. Dass ich sozusagen dann nach dem Chorus, den ich fertig gesungen habe, rausgehe und die Mädels noch ein bisschen so Stimmung tanzen. Ja, also wir proben seit 2,5 Wochen. Ihr habt jetzt Material von 3 Stunden gesehen. Weil Paul war im Urlaub. Gut, schön wär's gewesen. Naja, nehmt euch dann auf Tour mit, ne? Bis gleich! Das hier ist übrigens Toya mit den unverschämt langen Haaren. Toya, sag mal deinen Job. Mein Job? Ist schön aussehen! Schön aussehen! Weißt du, wer noch unverschämt lange Haare hat? Ja, hier, unser Fahrer. Kaffee, Kaffee, Kaffee ist das beste Getränk des Tages. Wow. Okay. Kommt jemand an mein Handy dran? Wir fahren 20 Minuten. Also, okay, wenn ich eine jetzt, Sucht habe, dann ist es hier mal die Digital Detox. Ist es mal Digital Detox, mein Arsch, Digga. Und da sind sie, die Tourpässe. Ach, wow. Johann, ein schönes Happy Face. Oh mein Gott! Wie schön ist es? Schön. Ja, das ist ja super geil. Hallo Dennis. Okay, wie geil. Was ist das für ein bester Tourauftakt der Welt, Alter? In München. Leipzig. In Leipzig angekommen. Und was wir jetzt hier als erstes machen, ist, wir haben von Instagram mega, mega geil so eine Box. Du sitzt hier, aber irgendwie bist du auch da. How is that even possible? Do you have a twin? Oh my god. Girl. How does that even work? Like, I just even can't deal. It's like literally too much for me. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin jetzt schon am Ende, Digga. Abbruch. Abbruch. Später wieder, ne? Cry it out till all the tears are gone. Can somebody show me how to not go crazy? Didn't I tell myself that this is what I want? Leute, erster Tourtag. Oh. Ich kann euch nicht sagen, wie doll ich mich freue. Ich war die letzten anderthalb Stunden sehr angespannt. Ich habe Todesangst. Und ich freue mich mega, mega doll. Ich finde, dass wir so gut vorbereitet sind wie noch nie. Und ich finde, dass wir ein Teamgefühl haben, was so toll ist wie noch nie. Und ich kann euch nicht sagen, wie doll ich mich freue, das Album live zu spielen und mit euch auf Tour zu sein jetzt bis Ende Juni. I love you! Tour. Und wir gehen jetzt auf die Bühne. Wir sind ready. Wir sind heiß. Wir sind ready. Wir sind heiß.
Wir sind weh. Wir sind heiß. Wir sind heiß. Okay, auf die beste erste Show ever. Come on, come on. One, two, three, go! One, two, three, go! One, two, three, go! Are you talking about me? Do you care how I feel? Did you just make that up? Do you know if it's for real? Did you hear the news? Or see that dress that she wore? Is she having a baby? Tell me, why are you so bored? I'm so sick of the drama. Smile, wait for the camera. Alter ego myself, cause I can be nobody else. When life gives you lemons, mix it up with vodka soda. Skinny bitch with issues, let them talk cause they don't know ya. When life gives you lemons, mix it up with vodka soda. Love your imperfections, fuck the haters, they don't know ya. Was ist das für ein Song? Den gibt's überhaupt nicht. Also unausstehlich, so viel gute Laune am Morgen. Alter. Darauf erstmal ein Smart Wasser. Mit Spruch. Ja, und hier spielen wir heute. Das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus so einem Versammlungsrat. von der evangelischen kleinen Mäuse AG. Und aber irgendwie auch sweet. Ich glaube, es wird ganz cozy. Ich glaube, es wird ganz gemütlich. Ich freue mich drauf. Mhm. Jetzt wird hier alles noch aufgebaut. Alter, was ist das? Die denken bestimmt auch, noch nie ist hier so ein Spacko mit so viel Kram angekommen. Denken so, Dicker, wo willst du das alles aufbauen hier? Alter, bist du bescheuert? Den sehe ich da. Vincent kriegt kein Hob, wenn er an Mädchen denkt. Sorry, Leute. Die sind leider zu schwer. Aber gestern war es nicht so schwer. Genau, gestern hatten wir keine Lifte. Da stand es nicht auf Liften, da stand es mit Motoren gehangen. Da ging das. Heute nicht. Wie viel zu schwer seid ihr denn? 30, 40 Kilo, aber ich habe schon 80 Kilo reduziert. Security! What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Wie bereitet sich eine Background-Sängerin auf die Show vor? Ganz wichtig ist Regel Nummer 1, Instagram checken. Ob die Follower laufen und Likes laufen? Richtig. Heute nur 30, kann nicht auf die Bühne! Scheiße. Ach so. Tee trinken oder so. Okay.
Das war's dann. Ich habe keine Routinen. Ehrlich, ne? Nee. Sie bereitet sich ein Star-Drummer Deutschlands auf den Gig vor. Ich bügle. Oder steame. Da weißt du, da, es gibt mir das Gefühl, dass die Welt in Ordnung ist. Dominus Patris. Es tut mir leid, ich mache mich nicht lustig über Religion. Nicht. Hast du ein Ritual oder nicht? Mein Ritual, schon seit 20 Jahren, vor der Bühne, vor der Show, ist mich zu schminken. Hier. Und meistens rede ich, während ich schminke, mit niemandem und bereite mich vor. Das ist mein Ritual. Da fährst du runter. Das ist sozusagen meine Meditation kurz vor der Show, weil ich immer am aufgeregtesten dann bin. Auch du, auch du bist aufgeregt. Ich bin krass immer aufgeregt. Ehrlich? Extrem. Ich bereite mich auf vielen verschiedenen Ebenen auf den Gig vor. Es kommt auf meine aktuelle Stimmung, wie ich drauf bin. Ich meditiere. Im besten Fall mache ich Yoga, habe ich heute aber nicht gemacht. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag auf der Tour Yoga zu machen und direkt am ersten Tag verkackt. Naja, so Tagesablauf ist auf jeden Fall schon Vorbereitung. Soundcheck, Meet and Greet, Essen. Ich esse vor der Show leichte Sachen, meistens nur sowas wie Gemüse und so, damit man nicht, sich nicht so voll fühlt und nicht so schwer und nicht in so ein Food-Koma reinfällt. Und dann werde ich schön gemacht. Michi. Du auch hier. Du auch hier. Und dann machen wir einen Turn-Up mit der Band. Dann gibt es ein Getränk der Wahl. Und dann gibt es ein Warmsingen mit den Mädels. Wir haben uns schon warm gesungen vorm Soundcheck. Streber. Streber. Und dann gibt's den Huddle, den American Football Huddle. Und dann geht's los. Circle, circle, guys! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Es war so toll. Wow, das ist ja Rock'n'Roller Show. Ey, es war so, es war wirklich eine mega geile Show. Irgendwann hatte ich das Gefühl, waren die so laut. Es war heftig. Ich fand auch die Energie war so. Machen so. Die Zeit geht schon vorbei, ey. Es sind schon 2 Tage vorbei. Ich fand gleich zu heulen. Schon fast vorbei, die ganze Tour. Nein. Es sind nur noch 3 Wochen. Wie war das hier in das Konzert? Mega geil. Ja. Hammer. Es ist, war mein allererstes Konzert bei ihr. Also ich war noch nie auf einem Konzert von ihr und es war ultra geil. Die Stimmung war mega. Sie hat Stimmung gemacht, wir haben Stimmung gemacht. Es war einfach Wahnsinn. Unbeschreiblich. Welches Lied hat euch noch gefallen? Love. Love? Ja. Oh, schön. Das waren alle auf jeden Fall. Eigentlich alle. Ja? Also mit allen hat sie uns umgehauen. Also auch mit den alten Liedern fand ich es mega geil. Also ein perfekter Abend. Perfekt, jawohl. Tourleben ist schon hart. Tourleben ist hart. Scheiße. Ist das schön hier. Also Freunde. Wow. Karlsruhe. Aha. Da drüben ist noch gut, dass ich auf dem Rücken stehe. Ja. Knaller, so wie ich es mir vorgestellt habe. Komplette Family dabei. Bei strahlendem Sonnenschein. Fische. Super Mom, packt ein. Super Mom. Mann! Ja, vielleicht muss man von vornherein Leuten. Wer verliert, muss auf die Bühne kommen und sein T-Shirt einmal ausziehen. Milad, wirklich, reiß dich zusammen. Scheiße. Reiß dich zusammen. This is too much pressure. Hey, Moment. Aber ich werde noch von Anfang an nicht mehr. Erstmal Gratulation. Erstmal ganz toll. Wir haben mit einem Kullerball gewonnen. Wir haben mit einem Kullerball gewonnen. Das ist nicht, das geht hier nicht mit Recht. Jetzt Gun-Gun! Wer jetzt den Ball reinschießt, bestimmt die Regel, wie es nachher abläuft. Yes! Wer das Tor schickt. Mann! Wer das Tor schießt. Mann.
Kein Kommentar? Flo? Es tut mir leid, dass du verloren hast. Aber du hast gesagt, der den Ball reinmacht, darf die Regeln machen. Das war nicht ich. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Wenn Schulden sind, eher Schulden. Das ist ja eine Jungsumkleide, ja? Ein bisschen Respekt. Okay, everybody. This is my hometown. So, I want you all to play every note as this would be your last one. Dance every note as this would be your last one again. And I'm gonna lead the energy, okay? So okay, if you're lost, just look at me, okay? Lenny does the 1, 2, 3, go. Okay. Oh, wirklich? Nein, du machst. Ach so. Okay, ich mach. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Das war noch nicht Schlag 1, wie Volkrank. Wirklich? Schönen guten Tag. Nein. Ich achte mal sehr viel bei der Frau Landruth, dass wir die Körperhaltung mit einbauen, weil das ist das A und O. Dafür kriege ich manchmal Schimpfe und dann machen wir, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute viel Pro-Training gemacht, ein bisschen die Körperhaltung mit reingebracht und versucht, die hintere Kette ein bisschen anzusteuern. Rechte Schulter, linke Pobacke. Linke Schulter, rechte Pobacke, damit sie schön gerade steht und Power hat für die Bühne. Coach Kevin in the House. Ey! Fazit, Bowling. Fazit vom Bowling ist gut, dass ich gewonnen habe. Eigene Leistung war top. Landruth hat abgeliefert. Scheiße. Sie ist vor ihrem letzten Wurf, der über Karriere entscheidet. Freut ihr euch? Ja. Seit wann verfolgt ihr sie? Schon ein bisschen länger. Ja, schon so seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Ja. Was ist euer Lieblingssong? Thank you. Skinny Bitch. Skinny Bitch? Weißt du, um was es da geht? Hört sich einfach nur gut an. Wart ihr schon mal beim Konzert? Nein. Das ist euer erstes? Ja. Schenke ich dir. Ey, wenn jetzt der Nächste fragt, gibt's das T-Shirt auch in M? Oh
bis 4000 Leute schwer und ich freue mich wie ein kleines Kind. Jetzt geht's los! Elegant wie eh und je. Wo setzen wir uns hin? Ich weiß im Grunde genommen nie irgendwas. Wir brauchen eine Führung. Okay, folgt mir. Ja, mach nicht. Okay, ladies, now let's get information. Information. Aslay, wo bist du? In the minimum. Ganz illegal hier auf einem Spielplatz unterwegs. Lena Meyer-Landrut. Wird sie verhaftet oder nicht? Das werden wir dann herausfinden. Bis später. Okay, ich ergebe mich. Ich bin auch Polizistin. Okay, Officer, verhaften Sie mich. Okay, Officer, verhaften Sie mich. Kommen Sie mit. Setzen Sie sich hier hin. Setzen Sie sich hin. Ich bin in Wirklichkeit Stripper-Polizistin. Dankeschön. Boah, es riecht lecker.
Oh, Essen. Mm. Was gibt's heute? Hassler. Ey, es gibt nur eine Dusche. So, der Neue im Team. Muss ich vorstellen. Ich bin Frido. Frido? Ja, ich bin Frido und ich darf den Flo vertreten. Und das ist eine große Ehre für mich. Bist du aufgeregt? Extrem. Hast du schon mal vor so großen gespielt? Ja, aber noch nicht so oft. Und du hast Bock? Ich habe mega Bock, weil ich die Musik richtig gut finde. Also es ist nicht nur so, dass es schön ist, weil es so groß ist, sondern weil ich die Musik wirklich feiere. Das freut mich. Ja. Dann? Ja, ich bin gespannt hier, danke. Kollege. Absolut schön. Ja, zur Dauerbraue. Ich hab, ist nicht Karneval, ich hab mich als Snapchat-Filter verkleidet. Passion inside, can run for myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hide anymore. Wir haben gerade über Tourliebe gesprochen und ich habe gerade richtig geheult. Und wenn ich dran denke, kann ich schon wieder heulen. Warum? Flo ist heute nicht da und Frido spielt für den Sub und wir lieben Frido alle. Und Flo hat eine SMS geschrieben an unsere Tourgruppe. Dann geschreibt: Ich wünsche euch ein unvergessliches Konzert heute Abend. Ich nippe in Gedanken mit euch am Frangelico und wir ziehen gerade unsere Superhelden-Bühnen-Outfits an. Gleich singen wir uns warm und alle sind locker und gelöst und haben Bock. Und Totti holt die Boombox und Strikey mixt die Gin Tonics. Und Dennis fährt das Pult hoch und alles ist ready für eine grandiose Show. Oh Gott, Alter. Mein Herz. I can't. Wie süß ist es? Loco. Band, I love you. Frido. Frido! Hello! Drucksituation kaum, aber ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Voll. Eine große Ehre. Cheers! Auf the Freedom! Oh, sorry, nicht gesehen. Tonic haben. Für die offene Wunde, oder was?
auf Lady Stunt-Künstler. Ja! Alleine geschafft. Yay! Yeah. Yeah. Freedom! 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 Und auch auf euch. So, warum? Good job, Sophia. Good job, Osti. Good job, Johi. Good job, Hansi. Good job, Maleni. Good job, Pauli. Good job, Toddy. So, wir sind jetzt hier gerade in Stuttgart angekommen und wir sind auf dem Weg zum Meet and Greet. Scheiße, in den Katakomben, ey. Aber ich liebe das Vizemann, es ist so geil, es ist immer mega die geile Stimmung. Bock, mal zu sehen, was das hier zu essen gibt. Ja, sehr gerne. Dann kommen sie auch rein. Ja, ja, kommen wir doch. Hier sehen wir die euphorisierten Mitglieder unseres Teams. Stefan Lohr, Ruby und Hansi. Immer schön sporteln. Having their time of their lives. So nämlich. Ja, was gibt's jetzt zu essen? Ja, also ich habe heute Morgen ein schönes Avocado-Toast gegessen. Und jetzt gibt's hier eine gute Pesto-Mozzarella, gefüllte Paprika, Wakame. Wie eine Pokeball. Das ist ja wie eine einzige Pokeball hier. Pokeball. Was gibt's denn hier? Guck mal. Eine schöne Pasta, eine schöne Veggie-Pasta. Und nochmal eine schöne Veggie-Pasta. Wenn man noch nicht genug hatte. Wenn man noch nicht genug hatte, kann man auch sich hier bedienen an einer Suppe. Das riecht mir nach Curry, Kuckucksmilch, Zero. Und Cola Zero. Dein Opa ist auch hier. Achso, ich wollte nicht, dass mein Opa gefilmt wird, bitte. Kann man das verpixeln? Das möchte ich nicht. Hallo, das ist privat hier, das okay, ist Familie. Okay, Abbruch. Hier ist es. Moments before the show. Moments before the show. Wie war Dano? Geil. War gut? Haben mitgemacht alle. Richtig krass. Geil. Genau. Eins, zwei, drei. Ah! Bin 500. Sexy Motherfucker! Damn sexy. So, wer will trinken, Johan? Ja. Endlich wieder Alkohol. Endlich wieder saufen. Endlich wieder saufen. Ich kann nicht mehr, wirklich. Wir fliegen gleich. Die Leute aus dem Käse, da geht's wieder auf unsere Bolle. Yeah.
Hey Leute, ich habe das Gefühl, heute die Show ist für uns. Es ist super nice. The show is for us. We're gonna play for us tonight. This is our show. We're super safe. We're super chilled. We are vibing. We can be honest with each other. We're so cool. We're so close. And we're just like, we know each other and we can rely on each other. So this show is just for us. And we're gonna enjoy it for us tonight. Mega geil, die Leute waren voll gut drauf. Ja, mit diverser Stimmung. Ja, ne? Ja, und hier hallo, sehen Sie wieder meine Schweißlocken. Na? Bist du sauer auf Anja, dass sie nicht gekommen ist? Ich wollte sie abholen und sie wollte nicht. Warum wollte sie nicht? Und sie hat dein Kokoswasser getrunken. Sie hat ein Kokoswasser getrunken. Die feine Dame hat ein Kokoswasser getrunken. So, wir gucken jetzt mal, wo Vanya ist. Die Vanya ist anscheinend eine Person, die legt richtig viel Wert auf Versprechung. Ehrenfrau. Sie ist eine Ehrenfrau. Danke, dass ihr beim Meet and Greet dabei wart. Soll ich bitte, weil er das damit aufzieht. Ich weiß, dass du das nicht schlimm findest. Ja, ach, kein Fall. Ich hab dir gesagt, wenn du willst, dass wir dabei sind, sollst du mir sagen. Du hast es mir doch gesagt. Warum verarschst du mich jetzt? Warum? Ich bin echt enttäuscht. Meine Freundschaft zu Lena. Du hast mir doch gesagt, ich soll ihr sagen, dass sie kommen soll. Ja. Ja. Hä? Du lachst, ich seh das. Du schmunzelst. Du Schmunzler. Ich bin echt enttäuscht. Ich seh das. Du schmunzelst. Nein, ich bin sauer. Ich bin wütend. Off Day. War richtig gut. Was haben wir gemacht? Gepennt. Wir haben Sport gemacht. Eine ist aus dem Ohnmacht gefallen dabei. Das war auch heftig. Das war echt krass. Das war wirklich heftig. Wir haben Full Body Workout und 30 Minuten Yoga Flow gemacht. Und dann waren wir im Kino und haben Rocketman geguckt und dann bin ich nach Hause und die anderen haben noch Pets geguckt. Und dann waren wir heute Morgen an der Isar und haben uns ein bisschen getannt. Und jetzt sind wir ein bisschen Radl gefahren und jetzt sind wir in München und jetzt ist es schon wieder 5:30. Hey. Ey, darf ich euch was zeigen? Gleich schon wieder ready sein. Darf ich euch was zeigen? Hals. Warum wurde ich auf diesem Bild verlinkt? Because you're a sex mom. Ey, ich freue mich für euch, wenn ihr das seht, ja? Aber warum verlinkt ihr mich darin? I'm ready to kick some asses. I'm glad to be here. Life is great. Yeah. Yes. I'm so glad that I'm here tonight. Yeah. So great. So great. So glad to be here, man. Glad to be here. I'm ready, man. I'm ready to kick some ass. Life is great. I'm glad to be here.
besser. Glad to be here. Yeah. Yeah. Life is great. Yeah. And I can't wait for you guys to kick some ass. München war so krass. Es war so heftig einfach. Es war so laut auch. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich stand am Ende auf der Bühne und ich war so, ich konnte es nicht glauben, wie laut die waren. Es war richtig heftig. Es hat so Bock gemacht. Wow. Wie kann es sein, dass es immer besser wird? Krank. We have to fight, you know. If we get Ravensburg, we can do everything but yeah. Und damit spreche ich, glaube ich, im Namen aller, dass wir die Schützenhand über Lena sind, als Gruppe, als Team, ja. As a crew, as a family. Aber. Yes! Halleluja! Wo geht's jetzt hin? Sag ich dir nicht. Und wo ist mein Koffer jetzt? Der ist hinten drin, oder wie? Hey, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich weiß, warte. Ich weiß es. Hi. Ist nicht so einfach. Genau. Warte. Okay, I'm ready. Wo spielen wir heute? Dresden. Und das wird geil. Okay, dann möchte ich. Wir werden heute ein wunderbares Konzert spielen. Ich hoffe, die Halle ist voll, sonst kommen wir nicht raus. Aber es war eine wunderbare Tour. Deine Blues. Wir haben es sehr genossen. Ist doch noch nicht vorbei. Sag mal. Noch drei. Wir haben noch drei. Findet ihr das nicht so gut, wenn alle drei zusammen. Weil ich würde gerne.
ansonsten, ja. Ansonsten, ja, ne? So casual halt, ja. Wie immer so. So wie so. Gut und so. Hungrig. Ich will mir kurze Haare schneiden. Ach, guck mal an, da ist Finu. Hallo. Hallo. Das ist noch Mitarbeiterliebe. Oh, geil. Warum hast du Chips? Flips sind hier drunter versteckt. Mmh. Ja, ja. So. Die Führung ist erst beendet, wenn die Schale leer ist. Warte. Ja, herzlich willkommen zu dieser Busführung. Kommen Sie rein in die heiligen Hallen der Only Love Elb Tourbus-Situation. Hier stehen die gesunden Getränke. Hier sind einige von den Fangeschenken. Das hier sind keine Fangeschenke, das ist von der Band. Ich habe von meiner Familie aus Hannover veganen Milchreis bekommen mit selbstgemachtem Rhabarberkompott. Okay, hier ist das Klo. Kein Kaka. No Poo. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Muss man nicht sehen. Hier geht's in den Gemeinschaftsraum. Hier ist der Kühlschrank. Hier ist alles voll mit Ingwer-Shots. Und anderen Getränken. Auch sehr gesunden. Hauptsächlich gesunde Getränke. Ich bin ja gegen Spaßgetränke, also gegen Softdrinks. Aber die anderen nicht, deswegen muss es auch da sein. So, hier ist Obst, Getränke, Süßigkeiten, noch mehr Getränke. Noch mehr Getränke. Hier sind Schubladen. Kokosnusswasser ist von mir. Hier sitzen wir dann, haben Gespräche und hier, das ist das magische Kabel, da steckt man die Musik an, da darf dann jeder immer den ein oder anderen Track spielen. Da ist ein Hund draußen. Mhm. Hast du schon gesehen, ne? Und jetzt kommen wir in die Kajüten. Wo kann man hier Licht anmachen? Hier lebt Totti, unser Tourmanager. Unsere Mutter. Mutter? Schön ordentlich hier immer reinstecken. So wie beim Bettlaken. Immer schön rein. Ja. Security? Ganz sehr schön. Das ist sehr privat, das darf man eigentlich nicht machen. Okay, warte, ich gehe mal in die. Hanni? Wer ist denn Hanni? Ach, Hansi! Nein, die haben Hanni geschrieben, wie Hanni. Das ist ja geil. Wenn die nachher nicht mehr da sind. Dann hat Frank sie sich gedrückt. Kleiner Mitternachtssnack. Ach, schön. Kleines Betthupferchen. Schön vom Schlafen gehen, nach dem Zähneputzen, lecker. Hier ist mein Prinzessinnenbett. Ich schlafe aber nicht alleine hier. Nicht das, was ihr jetzt denkt. ich schlafe hier, Vanya schläft hier und Bukit schläft hier. Jede Nacht so drin? Ja. Toll. Very, very protected. I feel like I have a net. I cannot fall. I feel so strong with you guys in my back. This is the experience of a tour I've never had. And I'm so, so, so grateful for it. And I can't think of anything else that makes me so happy in the moment. This is truly my most enjoyable 3 weeks of this whole year. Mm. It's so much fun for me. It's so, so, so special. I'm really thankful for that. Thank you so much, guys, for being there for me. Ja, Mann! Yeah! 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 You're ready? I'm so ready. Super. Ich hab so Bock heute. Richtig Power. Geil.
Wie fanden die es denn? Meinst du, thank you, keine Ahnung, ich sehe ja Lena mehr, also Spanisch oder Französisch. Ich sehe das mit dem Englisch einfach nicht. Ich will, also ich habe nur 3 oder 4 Kostümwechsel gezählt. Fand ich eine schwache Leistung. Teilweise wurde geschwitzt auf der Bühne, fand ich extrem unangenehm. Es war so eine, im 3-Bereich, würde ich mal sagen. Aber ich sag mal so, Forsti hat in der Schule eine 3- immer gereicht. Der hat gesessen. Ich kann nicht lügen, der hat wehgetan. Also, wie gesagt, Spanisch könnte ich mir vorstellen. Auch Portugiesisch. Ne? Statt thank you einfach mal obrigada. Obrigada. Direkt geiler. So, ist meine Meinung. Ist einfach nur meine Meinung. Ich kann noch nicht mal Portugiesisch. Niemand kann Portugiesisch. Das ist keine Sprache. Das ist einfach Spanisch mit einem Kaugummi im Mund. Es war keine 3-. Es war wirklich eine 1+ gewesen. War wirklich, ich fand's fantastisch. Also man musste ja ein bisschen ein Stück weit auch aufbauen. Also ich würde sagen, es war eine 1+. Das reicht jetzt. Wirklich. Muss ich ausmachen? Kannst du nicht mal sagen, dass dir wirklich gefallen hat? Ich mochte es sehr. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Zeit. Dankeschön. Obrigado. Ihr seid alle so scheiße, wirklich. Ihr seid so kacke, alle miteinander, wirklich. Ja, da. Something on the ground. Somebody's getting fired. Ja, ist gut. Oh nein, du arbeitest nicht, Lena, verdammt. Das weißt du nicht. Das war schon. Was auch. Du auch? Oh. Ja. Aber ist es sehr weiß für das Auftritt? Also, nee. Also, Helfen hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Gummibären. Nuu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 u
And now to the universe, thank you to the universe, all the memories. I'm painting. And. Wow. Yes. Ich kann es nicht glauben, das ist die letzte Show. Thanks. Ich bin so traurig und die ganze Zeit heulen. Wer bist du? Ich bin Johann. Hallo, ich heiße Flo. Ich heiße Bukett. Bukett! Ich heiße Vanya. Ich heiße Martin. Hallo, ich bin Flo. I'm Kiani del Valle. Chinua. Jojo. Also, ich bin die Michi. Ich bin Jens. I'm Sophia. Ich bin der Philipp. Marlene. Ich bin Frido. Ich bin Hannes. Und ich bin Uwe, bin auch dabei. Was machst du? Ich spiele auf der Bühne Bass, Synth-Bässe, bediene die Electronics und mache eine Vorbereitung auf den Musical Director. Ich spiele Schlagzeug, bin 29 Jahre alt und Schwabe. Wir singen Background Vocals für die Nini. Auf dieser Support System. Ich glaube, wir müssen nochmal machen. Wir sind die Background-Sängerinnen von Lena. Hallo. Hallo. Wer seid ihr? Wir sind die Background-Sängerinnen von Lena auf der Only Love Tour. Und wie heißt ihr? Das ist Bukett. Und das ist Manja. Ich mache das Lichtsystem, also quasi die Lampen mit Strom und Daten versorgen und quasi vorverkabeln, damit Gregor dann unsere Lampen stellen kann. Ich mache Keys bei Lena in der Band. Das heißt, ich spiele alles, was mit Tasten zu tun hat. Klavier, Orgel, Synthesizer. Und das ist alles. I'm the soccer mom. I am Sparkle Energy and I am the choreographer. Ich verkaufe hier den Merch, den wunderbaren Lena Merch. Wovon wir nicht mehr viel haben, leider. Lampe an, Lampe aus. Und ich habe ein paar Fragen für die liebe Lena. Haare und Make-up gemacht. Ich bin der Lighting Director der Tour. Das heißt, ich sehe, bin dafür mitverantwortlich, dass der Look der Show jeden Tag der gleiche ist, dass das Designkonzept jeden Tag auf die Location übertragen wird, dass die Programmierung jeden Tag auf die neue Location angepasst wird. Das sind so meine Hauptaufgaben. I'm a dancer. Basically, I stand on the side of the stage and then when the song is correct that I come on for, I shake my booty. Haare und Make-up für die Lena. Ich reise immer hinterher, weil ich nicht im Turbo schlafe. Die liebe Michi, die mich dann immer wieder tatkräftig unterstützt, die macht das, die schläft im Bus und ich nicht. Ich reise immer hin und her und habe mein Gepäck dabei, zwei Koffer. Und dann reise ich immer nach. Und dann baue ich mich auf. Eine Stunde habe ich Farbe und Make-up und dann fertig. Ich bin Tänzerin. Schwitzen. Sekt trinken. Aber nur manchmal. Ich spiele Gitarre und drücke Samples. Ansonsten habe ich eine gute Zeit. Ich bin Aushilfe für Flo. Flo ist gerade unterwegs mit Crow. Und ich durfte für ihn spielen bei Lena. Und es war für mich. Es war kurz bis jetzt, aber es ist jetzt schon eine der bedeutendsten Zeiten, die ich in meinem Leben jemals hatte. Und
Ich will einfach nur aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass ich das miterleben durfte, dass ich mitgenommen wurde, dass ich so herzlich aufgenommen wurde von allen. Hätte ich nicht erwartet. Bin einfach überglücklich. Danke. When you were with me, Nana, life was a beach, yeah, Nana.